Jetzt brennt uns Paar 04 einen feurigen Paso Doble in das Parkett. Michi Kirchgasser und Vadim Garbusow. Ja, sie war hier schon die Blume auf dem Parkett. Sie tanzte als Prinzessin und wurde auch schon Fee genannt. Aber in dieser Woche ging es mit einer ganz besonderen Verwandlung weiter. Und zwar mit der von der kumpelhaften Michi zur weiblichen Michaela. Der letzte Freitag war wieder sehr anstrengend, aber sehr, sehr cool, sehr, sehr lustig. Vor allem mit dem Chive, also der war richtig flott. Wirklich Spaß gemacht so zu schauen und sie sind feenhaft. Hallo. Uiuiui, Kirchenleiner Mann. Ja, wir müssen einfach jetzt richtig ran, damit wir ins Finale schaffen, gell? Das ist eine spezielle Woche, das ist nicht locker zu nehmen. Fangen wir mal an. Wir fangen jetzt mal richtig an. Ich will ins Finale kommen. Und so werde ich sein. Hopp! Ich weiß schon, dass ich in eine Rolle schlüpfen muss. Mit diesem Wissen gehe ich am Samstag ins erste Training. Eine spontane Aufstehung und Finalblick. Das ist es. Ich muss sagen, was mir schon selber sehr, sehr gefällt an dieser ganzen Reise oder die Entwicklung in dieser ganzen Reise ist, dass ich mich viel weiblicher fühle und spüre. Schlag dein Arsch vor! Wo man schaut sich mittlerweile im Spiegel doch anders an. Ja, der Körper verändert sich ein bisschen, es verändert sich schon ein bisschen das Bewusstsein dafür. Dein Körper ist wirklich. Es ist. Bam, 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 überall, weißt du, es ist runder, es ist straffer, es ist stärker, es ist präsenter, die Brüste strahlen vorwärts, es ist anders geworden. So in die Richtung, oder? Ich würde lügen, wenn ich sage, das würde mir nicht gefallen. Das muss ich zugeben. Für uns hoffe ich, dass die Michi zurück zu dem Bastel zu geben als ein Mensch mit einem neuen Lebens- und Körpergefühl. Und ich glaube, wir sind am guten Weg dafür. Paar 04 tanzt einen Paso Doble. Hier sind Michi Kirchgasser und Vadim Garbusow. Michi und Vadim. Michi, du hast in dem Video, was wir vorhin gesehen haben, gesagt, du schlüpfst jetzt auch wieder in eine Rolle. Welche Rolle gefällt dir besser? Wo fühlst du dich wohler? So diese ernste beim Paso Doble oder doch da, wo du ein bisschen lächeln kannst?
beim Walzer, beim Slow Fox? Ich habe mir zuerst gedacht, es ist leichter zu lächeln als. Es macht aber auch Spaß, ein bisschen ernst zu sein. Ich hoffe, dass ich nicht oft zu ernst war, aber ich glaube, das gehört alles ein bisschen dazu. Ja, also all deine Facetten zeigst du uns hier von sexy bis... Die zeige ich mir selber auch. Ja, so wie du gesagt hast, das ist eine ganz tolle Reise hier. Eine unglaublich schöne Reise und ja, sie soll nicht heute enden. Mhm. Bolasch, wird diese Reise hier für Michi auch nicht enden nach diesem Tanz? Was sagst du? Weiß ich nicht. Liegt nicht nur an mir. Liegt an vielen Dingen. An dem Paso Doble, an den Zuschauern, wie gerade die Maria heute drauf ist. Sie ist immer gut drauf, da brauchst du gar nichts zu fürchten. Nein. Abgesehen von der Kleinigkeit, die ich gut verstehen kann, weil du bist ja, wie Vadim auch auf seine Art und Weise ausgedrückt hat, sehr gut, schön und neben anderen sehr stark gebaut. Warst ein bisschen in meinen Augen behandicapt, was die Armbewegungen anbelangt. Dadurch, dass du eine sehr starke muskulose Oberkörper hast, tat es dir meiner Meinung nach ein bisschen schwer, die Hände und die Arme bisschen nach hinten zu nehmen, weil diese Schulterkugel, die Muskel sind im Wege. Ich kenne es noch von meinen früheren Zeiten. Es ist wirklich schwer. Ich habe sehr viele Trainerstunden gehabt und jeder Trainer hat als Erster gesagt, oh, deine Schulter ist oben. Ja, das ist nicht meine Schulter, das ist mein Muskel. So, klar, der Trainer hat recht gehabt, ich habe recht gehabt. Tatsache, diejenigen, die muskulöse gebaut sein, müssen viel mehr und viel stärker setteln. Das hat gefehlt. Aber abgesehen von dem war das eine saugeile Paso Doble. Dankeschön. Ja, danke schön, Bolasch. Es hat ein bisschen gedauert, aber dann ist es aus dir rausgeschossen. Ja. Sehr schön. Dirk? Ja, also ich finde dich, vielleicht bist du ja auch kumpelhaft, aber ich finde dich auch immer von Anfang an sehr erotisch und sehr weiblich. Also es ist nicht nur Kumpelhaftigkeit, ja, also das muss ich schon mal sagen. Ja, können wir mal klatschen. Suchst du jetzt Streit oder was? Ich suche überhaupt keinen Streit. Mag sie nicht an. Ich habe es schon bei der zweiten Sendung gemacht. Sonst wird meine neunte Sendung einsteigen. Sie hat keine Post mitgebracht. Das ist auch schon mal toll. Ne? Die erste. Nee, also es war wirklich gut. Die Choreografie war auch sehr schön, muss ich sagen. Ich muss aber sagen, ja, der Gute hat es gut gemacht. Ja, Vadim. Und ich muss aber leider sagen, ich habe nicht eine einzige Paso Doble. Und da gebe ich dann dem Bolasch recht, ja, eine einzige typische Paso Doble Körperposition gesehen. Vielleicht in den Twist Turns ein bisschen. Ich habe kein Becken gesehen, ich habe keine runden Arme gesehen, ich habe keinen Abstand der Oberarme zum Körper gesehen. Ich habe keinen schönen Flamenco Hände gesehen. Ja, es war nicht spanisch. Das war sehr gut getanzt, sehr gute Choreografie, ordentlich technisch in den Füßen, aber von der Tanzchoreografie einfach, von der Tanzcharakteristik, einfach kein Paso Doble. Ja? Maria, hast du einen gesehen, Paso Doble? Also ich bin froh, dass beim Bolasch zum Schluss dann doch die Emotionen ein bisschen endlich einmal rausgesprudelt sind. Ich habe mir schon gedacht, da kommt halt gar nichts mehr. Was war das für ein Feuerwerk? Also unbeschreiblich, wirklich. Danke. Wunderschöner, wunderschöner Paso Doble. Vadim, sehr schöne, dramatisch aufgebaute Choreografie. Michi, 1A umgesetzt. Es ist immer sehr leicht, wenn man da sitzt und nicht selber am Parkett steht. Also für mich halt das erste Mal. Ich weiß aber sehr, sehr gut, wie es sich anfühlt, wenn man da am Parkett steht. Ich weiß, wie viel Nervosität, wie viel einfach Emotion, Adrenalin da drinnen ist. Also ich habe das wirklich fantastisch gemacht. Ich finde, es waren sehr viele schöne Paso-Elemente. Es waren sehr schöne Flamenco-Arme. Die Marsch-Gehschritte waren definitiv vorhanden. Also von mir ein absolutes Daumen hoch. Tolle Leistung. Danke. Danke an die Jury. Michi, Vadim, wir sehen euch dann nochmal hier beim Street Dance und wir freuen uns drauf. Dankeschön. Danke. Ja, jetzt warten wir noch auf die Jurypunkte für Michi und Vadim. Aber wenn Sie zu Hause jetzt schon sicher sind, dass Sie dieses Paar im Finale sehen wollen, dann unterstützen Sie die beiden mit einem Anruf oder einer SMS. 09010 59 09 04. Ah, was? Herrlich. Die Maria ist, gefällt mir, dass sie da halt, weil sie natürlich weiß,
man hat nicht so viele Tage, weißt du? Das ist. Und dann, wie viele Jahre bist du Ski gefahren? Ja, 17 im Weltcup und nachher noch ein paar Trainingsjahre dazu. Also. Und da hat sich dieser Oberkörper gebaut, man hat sich gesehen, beim Training, du hebst. Mechanismus, nicht? Ich meine, die haben mich oft genug vor Schulter ausrenken und so bewahrt. Aber natürlich, da ist was anderes gefragt, ich verstehe das. Natürlich habe ich das nicht das erste Mal gehört, ich höre es lang, man arbeitet dran, aber gewisse Dinge brauchen halt 20, 25 Jahre für richtige Profi-Ebene und ich bin trotzdem mit meiner Verbesserung schon sehr, sehr zufrieden. Ich möchte den Ballasch zitieren, es war ein saugeiler Paso Doble. Ja, dankeschön. So, es war aber eine harte Trainingswoche, auch, oder? Ja, schon. Bist du trotzdem so, er tut nämlich traditionell einen Mittagsschlaferl machen, der Bub. Ja, ja. Noch einmal, wenn sie Redaktionsgespräch hat. Also noch ein Redaktionsgespräch. Ja, ja. So, jetzt ist egal, wie es ausgeht, ob es ein Finale oder nicht Finale. Nächste Woche ist es für alle Paare vorbei. Die Reise ist zu Ende. Hast du dann mit diesem Körper, mit diesem Bam, 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 hast du dann noch was anderes vor, auch mit dem Kopf? Gibt es schon, was weiß ich, für Pläne nach Dancing Stars? Gibt es Zukunftspläne? Es gibt Zukunftspläne. Und zwar habe ich im Frühjahr angefangen, während dem ersten Lockdown, dass ich mir gedacht habe, ein bisschen was für den Kopf machen. Und mit meinen Wissen und Erfahrungen, die ich gemacht habe während meiner Karriere, möchte ich gern jungen Sportlern zur Seite stehen, helfen, beraten. Und da meine ich, schaut es nicht, wenn man ein bisschen Ausbildung macht, dass man selber so ein bisschen Workshops machen kann. Sprich Moderation, Coaching, Kommunikation. Einfach Medienarbeit, wie präsentiert man gut Sponsoren, wie stellt man beide Seiten gut ins Licht, so in diese Richtung. Und habe dann da angefangen zu studieren, Fernstudium. Nein! Genau. Wie anstrengend oder wie dicht ist das Programm da? 3-4 Mal in der Woche? Man kann sich selbst alles einteilen. Es ist halt nur, normalerweise hätte ich mit November fertig sein sollen. Ich dachte aber, dass ich neben Dancing Stars ein bisschen Zeit habe. Jetzt bist du mit Dancing Stars im November fertig, ist okay. Ich bin jetzt gleich weit wie bis zum 5. September. Ich habe in den ersten Wochen, glaube ich, 2 oder 3 Mal die Mappen ausgepackt und seitdem ist sie in der Ecken und muss jetzt nachholen. Naja, aber das wird natürlich jetzt ganz anders sein. Natürlich, so wird das nachgeholt. Der Blick in die fernere Zukunft, Blick in die nahe Zukunft, die Punkte bitte. Das ist die Wertung für euren Paso Doble, Dirk Hademann. War eine tolle Show, gute Technik, aber nicht spanisch genug in der Charakteristik. Eine 8. Maria Santner. Für mich war das ein perfekter Paso Doble, absolut verdiente 10. Hey, ich glaube, das ist schon gut, dass die Maria heute in der Jury sitzt. Voller Schecker. Beinahe perfekt. 9. Na, was denn? Danke, danke. 27 Punkte für euch. Du kannst nicht motzen, oder? Gar nicht. Also, da kannst du die akademische Karriere noch ein bisschen, aufnehmen. Jetzt kommt Streetdance. Erzähl jetzt ein bisschen, was wird's für Geschichte geben? Es wird heiß sein, das kann ich euch jetzt sagen. Die Michi entdeckt ihre weibliche Seite, aber sowas von hoch 10. Schaut so. Ich bin excited schon. Da bin ich jetzt aber schon leicht, weil der Sebastian ein bisschen misstrauisch war. Jetzt. Also, geht's euch umziehen, passt schon.